Jürgen Buhler gegen Siren. Den Lockenkopf mit dünnen Schopf, geflochtenen mit Eiter, übergossenen Tonne Schrott. Und dieser zweite Typ, wer auch immer das ist, Jürgen interessiert's nicht, denn er schneidet Siren das Haar und zeigt und offenbart, der ist kein Schaf. Haben Sie gehört, ich hab sie gerade enthüllt, ich tue ihre Haare in ne Vase und hab dann Müll. Sicher Teamkamerad in ihren Haaren verfängt, steigert das bei Jürgen Buja nur die Haarfrequenz. Hahaha, gut, dass es für sie als Opferrolle hinhauen müsste. Versuchen sie zu punchen mit betroffenen Gesichtsausdrücken. Ihre Augen zeigen Haufen weißes Traumaleid durch Grausamkeiten. Ihr Leben zerfällt und ihre Zukunft wird in Staub gemeißelt. Und der andere ist halt auch dabei, aber den braucht halt keiner, der ist kein Partner, sondern das Austauschteil. Echt ne Supergang, sogar seine leibliche Mutter kennt diesen Knecht nur als den zweiten Typ bei Looney Can. Favoritenkiller, schämen sie sich so einen Shot zu droppen. Sie haben ihn nicht gekillt, er hat sich vor ihnen in den Kopf geschossen. Und mit Memes hofften sie, wecken sie Interesse. Die Memes waren nur so gut wie die Fläche, die sich verdeckt. Sind ihre Lyrics bei ihnen am Blasenfreitagnacht? Oder warum sonst? Haben die so einen Fadenbeigeschmack? Der Herr ist zwar nicht schwul, aber die Schnitte in den Kehlen stehen ihnen echt gut. Sie erleiden durch meine Folterung den tiefen Schmerz. Es wäre laut vielen besser, wenn es bei der Trollrunde geblieben wäre. Das Beste an der übersteuerten Runde war das Video, was von jener Runde hängen bleibt, die Spucke an dem Mikrofon. Der Herr sagt ihnen noch mit höflichem Gesicht, es ist ein Bastard, wie kreative Tötungsmechanismen. Und der Qualitext war wirklich ein sonderbarer Kothaufen. Auch auf einer runden Erde kann man Richtung Sonne oder Mond laufen. Zertrümmert im dummen Vibe mit einem stumpfen Beil, ohne Grund das Bein und nennt es Kunstfreiheit. Und sie steht einbeinig hinter ihnen, doch was heißt hinter ihnen, wenn sie zerfetzt in 1000 Splittern liegen?